Die Vorwürfe um Marius Borg-Høiby erschütterten das norwegische Königshaus. Bei einem Termin in Oslo ist Mettes Anwesenheit nun umso wichtiger. Es ist aktuell keine leichte Zeit für Mette Marit von Norwegen, 51. Seit Monaten beherrscht ihr ältester Sohn Marius Borg-Høiby, 27, die Schlagzeilen. Die Ehefrau von Kronprinz Haakon von Norwegen, 51, versteckt sich aber nicht, sondern zeigt sich immer wieder in der Öffentlichkeit und macht hier gute Miene zum bösen Spiel. Während es in ihrem Inneren wohl ganz anderes aussieht, zeigt sie sich stets professionell, lächelt und engagiert sich weiter für soziale Projekte. So auch bei ihrem jüngsten Termin. Mette Marit besucht den Rat für psychische Gesundheit anlässlich des World Mental Health Day in Oslo und setzte damit ein wichtiges Zeichen. Marius Borg-Høiby soll Ex-Freundin psychisch und physisch schwer verletzt haben. Ein kurzer Recap: Høiby wurde Anfang August zum ersten Mal festgenommen nach einem Vorfall, der sich in der Nacht zum 4. August ereignet hatte. Der 27-Jährige soll in der Wohnung seiner Ex-Freundin in Oslo aggressiv geworden sein. Ihm wird Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Bereits am nächsten Tag wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen. 10 Tage nach dem Vorfall bestätigte der 27-Jährige in einer über NRK veröffentlichten ausführlichen Stellungnahme die Vorwürfe und entschuldigte sich öffentlich: "Letztes Wochenende ist etwas passiert, was niemals hätte passieren dürfen", so Høiby damals. Seine Reue schien nicht lange anzuhalten, denn nur wenige Wochen später, 14. September, wurde der 27-Jährige erneut festgenommen. Dieses Mal wurde ihm neben Verstoß gegen Kontaktverbot zu seiner Ex-Freundin, die er Anfang August psychisch und physisch schwer verletzt haben soll, verstoßen hat, auch fahrlässiges Verhalten und Verstöße gegen eine polizeiliche Anordnung vorgeworfen. Warum dieser Termin nach Vorwürfen gegen Marius für Mette Marit so wichtig ist. Dass Mette Marit sich nun dazu entscheidet, am World Mental Health Day den Rat für psychische Gesundheit in Oslo zu besuchen, beweist, wie wichtig ihr das psychische Wohl ihrer Mitmenschen und vor allem Opfern von psychischer Gewalt ist. Nachdem ihr Sohn seine Ex-Freundin nicht nur körperlich verletzte haben soll, sondern auch psychisch unter Druck gesetzt haben soll, hat ihr Besuch dort für sie noch mehr Gewicht und ist besonders bedeutend für die norwegische Kronprinzessin. Für den Termin wählt sie einen schlichten dunkelblauen Anzug und kombiniert dazu eine fliederfarbene Bluse und Ballerinas. Auch wenn Mette Marits Stil allgemein eher klassisch ist, ist ihr jüngstes Outfit sehr zurückhaltend. Ob sie den Look bewusst gewählt hat, um die Aufmerksamkeit weg von sich und den Skandal um ihren Sohn und auf das wichtige Thema des Tages zu lenken, ist zwar nur eine Vermutung, doch Fakt ist, ihr nachdenkliches Lächeln lässt nur ansatzweise vermuten, wie es in ihr drin aussehen muss.